Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Wir werden uns heute mit aktuellen und zukünftigen Plänen beschäftigen, denn unser zukünftiger Plan sieht vor, habe ich beschlossen, hier mal ein bisschen Land zu gewinnen, damit wir Angria miteinander verbinden können. Das bietet sich an. Wir haben schon einen Anspruch hier auf Dithmarschen. Und sobald die Waffenruhe vorbei ist, werden wir uns versuchen, Dithmarschen unter den Nagel zu reißen. Das hat außerdem auch noch den Effekt, wenn wir Dithmarschen hätten, dann könnten wir nämlich das Herzogtum von Holstein gründen. Dazu braucht es nicht viel. 2 Grafschaften, die hätten wir dann und 250 Gold. Und wir hätten noch einen Herzogtitel mehr. Das kann auf keinen Fall schaden, denn das gibt auch wieder 300 Prestige. So viel zu den langfristigen Zielen. Das langfristige nächste Ziel wäre dann auch nochmal irgendwie Westfalen hier angreifen zu können. Aber dazu bräuchten wir ein Druckmittel gegen den Kaiser, denn Vasallenkriege sind so erstmal nicht zugelassen. Ja, und dann habe ich mir jetzt so gedacht, um ein Druckmittel gegen den Kaiser zu kriegen, wäre es doch klug. Ja, das werden wir sehen, ob das klug ist, aber wäre es doch klug, am Hofe des Kaisers mal ein bisschen zu spionieren. Dafür geben wir jetzt allerdings komplette Stirn auf. Das könnte gefährlich werden. Ich hoffe, das geht schnell. Ja, von dann, aber 13 Monate, naja. Das dauert. Ich hoffe, das gereicht uns nicht zum Nachteil. Das könnten wir tun, habe ich mir so gedacht. Und außerdem werde ich nochmal versuchen. Vielleicht bin ich jetzt erfolgreicher. Ich fürchte fast nicht, aber ich versuche es doch nochmal, den Thronanspruch hier zu fingieren auf des Kaisers Thron. 56% sind nicht die Welt, aber ich werde es trotzdem machen und hoffe einfach mal das Beste, denn das könnte uns natürlich bei der Erbenwahl unterstützen. Wir sind hier im Moment auf Platz 3 der Erbfolge, was das Kaiserreich angeht, und vielleicht schiebt uns das so ein kleines bisschen noch nach oben. Was ich auch noch machen wollte, das ist eine Fraktion gründen, und zwar gegen unseren Lehnsherrn und aufgrund derselben Sache, nämlich dass wir hier gegen Westfalen keinen Krieg führen können. Das hängt damit zusammen, dass der Kaiser die hohe Lehnsautorität eingeführt hat, die keine Vasallenkriege erlaubt, und deshalb werden wir jetzt eine entsprechende Fraktion ins Leben rufen. Will niedrigere Lehnsautorität, ein Mitglied, und das sind wir, und wir gucken dann einfach mal, ob sich da vielleicht noch Leute anschließen und wir das so durchdrücken können. Das kann natürlich passieren, und ja, ich hoffe einfach mal, dass das so klappt. Wir werden außerdem noch unsere Frau weiter bezirzen. Wir werden jetzt hier mal den Komplott Liebesdinge starten. Dadurch könnten wir möglicherweise Seelengefährten werden und, was eigentlich noch viel wichtiger ist, wir können dadurch auch ein bisschen Prestige ernten, und immerhin mit einer Chance von 65% schmieden wir dieses Komplott mal. Okay, ich glaube, das ist dann auch so ungefähr das, was ich vorhatte. Und wir können gleich mal die Pausentaste lösen und veranstalten dann erstmal noch eine Jagd für mehr Prestige. Denn ich habe vor, auf die Stufe Illuster zu kommen, um ein Königreich zu gründen. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon kurz gezeigt. Wir haben ja hier schon einige Sachen erfüllt und uns fehlt noch die Ruhmstufe Illuster. Da sind wir aber noch weit von entfernt. Und wir sind natürlich auch im Moment kein unabhängiger Herrscher. Das müssen wir also auch noch irgendwie in Angriff nehmen. Vielleicht klappt das auch anders mit dem Königreich, aber ich will zumindest der Möglichkeit etwas näher kommen mit mehr Prestige. So, es geht los. Wir bezirzen jetzt Domaslava. Die Zeit ist nämlich gekommen, offen zu meinen Gefühlen zu stehen. Ich möchte, dass sie sich den Rest ihres Lebens an diesen Tag erinnert. Ich singe eine Liebesballade, schreibe einen Brief. Und ich glaube, der Übungskampf ist keine gute Idee. Nicht bei Maltes Werten. Oder ich lasse mich von meinem Bauchgefühl leiten. Nein,
Ich finde, ich weiß gar nicht, mit Bildung 5, Brief, naja, kämpfen ist jetzt auch nicht so Maltes Sache. Ich glaube, er ist ein ganz toller Sänger und deswegen singt er ihr jetzt was vor. Ich habe eine klassische tschechische Liebesballade gefunden, die perfekt zu Domaslava passt. Ich übe sie immer und immer wieder, alles muss stimmen. Ich sehe meinen Augenstern durch die Gärten von Znaim flanieren, umgeben von ihren Freunden. Mein Herz schlägt wie wild in meiner Brust, als ich vor ihr niederknie und zu singen beginne. Domaslava wird rot wie ein Granatapfel, aber sie unterbricht mich nicht. Ihre Gefährten sehen allesamt beeindruckt oder eifersüchtig aus, ein gutes Zeichen. Ihr habt eine wunderschöne Stimme, mein Fürst, sagt Domaslava, bevor sie von dannen eilt. Ihre Freunde folgen ihr im Nu und ich stehe da mit weichen Knien, während sie zwischen den Hecken verschwinden. Mein Herz pocht heftiger denn je. Domaslava wird meinem Charme schon bald erliegen, denkt Malte sich, und da gebe ich ihm recht, wie könnte es anders sein? Hier wird nochmal schnell die Heirat bestätigt zwischen Gida und, ja, und wem eigentlich? Wen hat denn Gida nun eigentlich geheiratet? Zeig uns mal deinen neuen Casanova. Ach ja, das war hier der Paul. Der Paul ist nämlich ein ganz toller Diplomat und deswegen habe ich den an unseren Hof geholt. So, die Jagd nimmt ihren Lauf und wir haben ja schon mal eine Jagd gemacht, deswegen klemme ich mir das Vorlesen hier mal und wir gucken uns einfach mal an, was hier für Möglichkeiten sind. Zu 47% tötet Malte die Bestie, aber eben nur 47%. Das ist jetzt nicht so viel, aber 150 Prestige möchte ich auch nicht einsetzen. Allerdings haben wir hier auch die Möglichkeit, dass Malte zu 23% stirbt. Und wenn das passiert, dann muss ich ganz laut weinen. Aber ich mach's trotzdem. Ich töte die Bestie. Malte ist so ein gestandener Kerl. Ich bin stolz auf dich, Malte. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Puh, ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Mir ist eben echt der Hintern auf Grundeis gegangen. Das ist mir, glaube ich, echt zu risikoreich. So, wir kommen schon wieder zurück und erhalten 150 Prestige und haben auch monatlichen Prestigezuwachs bekommen durch die leicht risikobehaftete Aufgabe vorher und bekommen jetzt plus 4,89 im Monat. Kleinvieh macht auch Mist. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlichen abgeschlossenen Handel erhielt ich eine große Viehherde. Das kennen wir schon. Und wir werden jetzt nochmal gucken, was die Viehherde eigentlich ausmacht. Ach, das war der Entwicklungszuwachs, genau. Hier spielen wir ein bisschen, setzen aber Prestige ein, das möchte ich nicht. Und hier erhalten wir 75 Gold. Das nehme ich. Das brauchen wir dringender. Ich möchte im Moment nichts bauen, ich möchte im Moment eher Gold anhäufen. Liebste Fürstin Domaslava, seufze ich, als ich vor ihr knie. Mein einziger Wunsch ist es, euch Ehre und Glückseligkeit zu bringen. Ach, was für ein Mann. So sagt mir doch bitte, wie kann ich euch meine Liebe beweisen? Domaslava schaut mich lange an. Die Halskette von Fürstin Lavinia ist ein Traum, sagt sie mit einem Kopfnicken in Richtung des Schmuckstücks, das Gräfin Lavinia, Gemahlin von meinem Reichskanzler, trägt. Doch an meinem Hals würde sie noch besser aussehen. Seit wann ist die denn so gierig? Ich habe die immer als ganz sympathisch eigentlich eingestuft. Igitt, was für eine Antwort. Malte, überlegst dir, willst du die echt? Naja, gut. Wir nehmen das mal so hin und stecken den Kopf in den Sand und ignorieren das und machen einfach weiter. Hier verlieren wir wieder Gold. Hier bekommt Lavinia ein schwaches Druckmittel. Stehlen bedeutet, ja, das könnte auch daneben gehen. Das könnte auch daneben gehen, aber ob da zwei Leute die Meinung von mir
negativ beeinflusst bekommen, dass ist mir gerade eigentlich egal. Graf Wichmann hat plus 29, Lavinia, okay, ja, das können wir uns leisten. Ich stehle die Halskette. Hehehe, auch das hat geklappt. Läuft doch. Ich hoffe, das läuft mit dem Kaiser und dem Komplott auch so gut. Ich habe das Gefühl, wir werden bestimmt wieder entdeckt. Ein offenbartes Geheimnis. Ach, jetzt hat hier wieder irgendwer mit irgendwem und überhaupt. Bürgermeisterin Hasala. Wo kommt denn sie her? Ach, das ist oben in Dänemark, hier oben. Die hat rumgehühnert mit Earl Gospatrick von Dunbar. Ja, macht mal, wenn ihr meint. Aber das Problem ist, wenn ich sage, diese Anschuldigungen sind nichts als Boshaftigkeit und Lügen, dann verlieren wir eine Hingabestufe. Das geht nicht. Also muss ich das hier nehmen. Ich muss das nehmen. Und ich glaube, damit haben wir sie, wenn ich es eben recht gelesen habe, auch eingekerkert. Da ist sie schon. Ich lasse sie aber auch gleich wieder raus. Oh. Ach, mehr hast du nicht? Echt? Nur 4? Na gut, wir lassen sie mal noch ein bisschen drin. Vielleicht wirft die noch ein bisschen mehr ab, wenn sie da drin etwas länger schmort. Aber im Prinzip, also mal ehrlich, müssen die ja selbst wissen, ne? So, was haben wir denn hier oben? Wird überfallen. So. Aha, ja. Da unten. Das ist brennend interessant. Das ist brennend interessant. Ich kümmere mich später drum, wenn der Überfall vorüber ist. Oder eben gar nicht. So, ein Ratschlag. Ach, jetzt kommen die Marktstände wieder. Und wir können uns jetzt aussuchen, worin wir investieren. Hier verlieren wir Gold, da verlieren wir Gold und hier kriegen wir 20. Was ist dann nochmal die Schmiedeinvestition? Armeeunterhalt, das ist ganz gut eigentlich. Und Besitztum steuern, doch, das ist nicht schlecht. Oder das hier. Ah. Ja, das kriegen wir sicher, aber wir müssen 35 ausgeben. Nee, ich bleibe bei meiner Devise, ich scheffel jetzt Geld. Auch wenn das eigentlich ein bisschen kurzsichtig ist, wahrscheinlich auf längere Sicht. Ich nehme das jetzt in bar auf die Kralle, was ich kriegen kann. So, die Katharer sind in Pommern eingetroffen und wir sagen natürlich wieder, diese widerwärtigen Ketzer haben sie vom rechten Weg abgebracht. Okay. Das ist in Ordnung und ich finde, wir könnten eigentlich parallel nochmal auf eine Pilgerreise gehen. Fällt mir dabei gerade ein. Denn auch Frömmigkeit können wir gut gebrauchen. Vielleicht können wir uns dann auch mal erlauben, eine Gläubigkeitsstufe zu verlieren. Dann ist es nicht so schlimm. Ansonsten würden wir jetzt auf sündig zurückfallen und das ist nicht so zu empfehlen. So, das kostet allerdings was? 187 für Jerusalem. Köln ist das günstigste mit 75 und das finde ich auch schon relativ teuer, aber natürlich ist auch die Frömmigkeit dann gestaffelt, ne? Die Frage ist, einmal richtig zuschlagen, das ist, glaube ich, besser als immer so halbe Sachen machen. So, wir reisen ab. Als ich mich auf die Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Mein Ziel ist weit weg von daheim, doch wenn höhere Mächte rufen, muss selbst mein Reich warten. Ja, dann zieh mal los. Im Moment können wir eh keinen Krieg führen. Da steht ja eine Pilgerreise eigentlich ganz gut zu Gesicht. Oh, hier geben sich mehrere Herrscher der Ketzerei hin. Herzogin Ludmila und Herzog Vlost. Herzogin Adelaide. Okay, aber meine Augen richten sich natürlich wieder auf Malte, der sich offensichtlich gerade verirrt hat. Ich hätte schwören können, dass das der richtige Weg ist.
Weder meine Gefährten noch ich finden den Weg zurück zur Route unserer Pilgerreise. Ach du Scheiße. Orientieren wir uns nachts überhaupt an den Sternen? Es kommt mir vor, als hätten wir bereits Wochen vergeudet. Wir müssen einen Ortskundigen finden, koste es, was es wolle. Oder wir erhalten 5 Jahre lang verirrt. Schwerer Malus, Gesundheit, nein, um Gottes Willen natürlich nicht. Da geben wir natürlich 75 Gold für aus und jetzt guckt euch das an. 84 Gold haben wir noch, das ist echt, echt wenig. Oh, hier guckt mal. Ich glaube, dafür müssen wir aber wieder Frömmigkeit hergeben. Oh, 250 Frömmigkeit. Wir besorgen ja eigentlich auch gerade welche. Dafür bekommen wir aber 221 Gold. Ich will ja nicht gierig erscheinen. Aber Hingabestufe hin, Hingabestufe her. Her mit dem Gold. Oh Gott. Naja, egal, durch die Pilgerreise kommt hoffentlich wieder was rein. Einkerkern möchte ich im Moment eigentlich niemanden, wir können uns aber mal angucken, wird eh nicht erfolgreich sein. Wir können ein Bündnis mit Bürgermeister Friedrich aushandeln. Nein. nee, muss nicht sein. Wir können Kriege erklären, nein. Und Titelerben, nein. Und auch die römischen Wahlen interessieren uns im Moment nicht. Dann gucken wir jetzt mal hier weiter. Hier steht ein offenbartes Geheimnis. Graf Detmar hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Balthasar-Affäre von Ratsmarschall Adalbrand soll Sodomie getrieben haben. Mein Ratsmarschall war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Das kann nicht der Wille Gottes sein. Ja, womit wir uns alles beschäftigen müssen, das ist unglaublich. So, und hier rollt das Gold vom Papst ein und damit ist unsere Frömmigkeit quasi erschöpft. Das sieht man gar nicht so am Balken. Interessant. Oh, und jetzt überfallen uns noch Banditen und er hat auch schon mal ein intelligenteres Gesicht gemacht. Ich erwache inmitten eines chaotischen Lärms im Lager. Doch binnen Sekunden wird mir klar, was gerade geschieht. Wir werden angegriffen. Banditen umschwärmen unsere Zelte und Wegen und unsere Wachen wehren sich nach Leibeskräften. Wo ist mein Schwert? Ich werde diese Hunde in die Flucht schlagen. Ey, Malte, Malte, du kannst nicht so gut kämpfen. Mit 3 Kampfgeschick. Nee, 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 lass das. Und dann werden wir verwundet und dann nimmt der Schrecken seinen Lauf. Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Hier müssen wir Prestige hergeben. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Ha. Komm, Malte, du schaffst das. Reiß dich zusammen, du schaffst das. Scheiße. Okay, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Wir erhalten die Eigenschaft verwundet. Malte, tut mir leid. Das war auch ein bisschen dämlich. Oh. Und der Sean, oh, wie ich ihn liebe. Er hat uns sofort geheilt. Alles ist gut. Und, oh, oh Sean, ich hätte dich heiraten sollen. Also zumindest verheiraten, denn Sean hat immer noch keine Frau. Offensichtlich, ja, weiß ich nicht, habe ich ihm bisher keine gegönnt aus eifersuchtstechnischen Gründen. So, wir haben, glaube ich, Jerusalem erreicht. Keine andere Stadt dieser Welt hat eine Geschichte wie Jerusalem. Neben vielen anderen heiligen Städten gibt es hier auch die Grabeskirche, die über jenen Orten erbaut wurde, an denen die Kreuzigung, die Grablegung und die Wiederauferstehung Jesu stattfanden. Als ich vor dem Tempelberg stehe, meine Hand auf der Westmauer, denke ich darüber nach, was so alles auf meiner Reise in diese legendäre Stadt geschehen ist. Ich habe den heiligen Pfad beschritten, und Malte bekommt jetzt die Eigenschaft Pilger und 10% mehr Frömmigkeit pro Monat und die Meinung seiner Glaubensgeschwister steigt. Und wir haben eine Hingabestufe mehr, das ist super, jetzt sind wir gläubig und haben wieder erstaunlich viel Frömmigkeit. Da stellt sich mir doch gleich die Frage, können wir dafür Geld abzocken? Müsste das nicht... Oh! Ah ja, jetzt steht das da, warte mal. Na gut, ich meine, Lösegeld konnte sie uns vorher auch
schon einbringen. Offensichtlich ist es jetzt auf 10 gestiegen. Gut, wahrscheinlich ist da einfach nicht mehr drin. Nehmen wir mit. Aber ich wollte mal gucken, ob wir vom Papst jetzt wieder was kriegen können. Aber wahrscheinlich ist das auch mit einer zeitlichen Beschränkung belegt. Okay, die Rückkehr. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Priester und Bischöfe doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ja, ich würde sagen, das war einigermaßen erfolgreich. Wir haben unser Prestige ein bisschen wenigstens in die Höhe getrieben. Wir haben unsere Frömmigkeit gut aufgestockt. Ja, die Bekanntheit lässt immer noch sehr zu wünschen übrig, aber das ist auch sehr, sehr langwierig. Und wir haben unser Gold auch ein bisschen aufgepäppelt. Was noch läuft, das ist Geheimnisse aufspüren und unser Komplott auf den Thronanspruch von Kaiser Heinrich. Und wir sind auch immer noch in den Liebesdingen unterwegs. Und wie das alles weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es in der nächsten Folge weitergeht mit Malte und seinem Reich. Bis dann und tschüss!